Wir wollen die Kreier sehen. Ja, ich will gar nicht groß über die Veränderung reden. Ganz einfach, ich bin bitterbös enttäuscht, was wir heute da über 90 Minuten gezeigt haben. Ich muss immer das Ganze sehen. Angezogene Handbremse die erste Halbzeit gespielt und das reicht dann halt einfach nicht. Und ich habe die Mannschaft darauf hingewiesen, dass wir agieren müssen, nicht reagieren müssen, kriegen zwei total einfache Tore zum wiederholten Male. Und natürlich ist die Moral mit 10 Mann zweiter Halbzeit gigantisch. Und da sieht man ja auch immer wieder, was in der Mannschaft steckt. Aber wenn die Mannschaft nicht in der Lage ist, das mal über 90 Minuten abzurufen, dann wird es halt leider nichts. Und dann spielt man halt auch gegen Tabellenvorletzten unentschieden. Wir haben alle keine festen Positionen. Er ist jetzt heute als Zehner aufgelaufen, wie in den letzten beiden Spielen auch. Und im Moment spielt er da ganz gut und deswegen spielt er da. Ja, 2-2 am Ende. Müssen wir uns mit dem Punkt begnügen. Haben uns das Leben wieder selber schwer gemacht. Wenn man die ersten 20 Minuten betrachtet, muss das hier ein 2-3-0 für uns stehen anhand der 100%igen Torchancen. Dann ist die Messe hier gelesen. Dann fängst du wieder ein dummes Gegentor. Und ja, wir sind natürlich dann durch eine katastrophale Schiedsrichterfehlentscheidung auch noch benachteiligt und muss mit 10 Mann weiterspielen. Spricht für die Moral, dass wir dann trotzdem noch einen Punkt holen, der im Endeffekt natürlich, ohne despektierlich klingen zu wollen, gegen den Gegner einfach viel zu wenig ist. Nicht unserer Vorgabe entspricht, aber ja, so ist Fußball. Vorne musst du Tore schießen, hinten musst du die Tore verhindern. Schauen wir, was Hönnepel gemacht hat und dann gucken wir mal, dass wir nächste Woche die 3 Punkte wiederholen. Also wir haben es letzte Woche in Hiesfeld gezeigt, wie stark wir sind. Das haben wir auch heute die ersten 20 Minuten gezeigt. Nur das Tor ist einfach nicht gefallen. Und dann kriegen wir wieder so ein dummes Gegentor nach einem katastrophalen Bock in der Hintermannschaft. Und das ist einfach das, was uns nicht passieren darf. Wenn wir eine Spitzenmannschaft sein wollen, dürfen wir oder müssen wir diese Fehler abstellen. Und dann gewinnen wir die Spiele auch wie letzte Woche in Hiesfeld zu 0. Na, ganz einfach.